بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بزم تنبوخ العربية بين يديك، الطعام والشراب، الوحدة الخامسة، الدرس الثامن والثلاثون. In dem letzten Unterricht hatten wir das Thema mit dem Jiddan viel. Und da wusste ich nicht, ehrlich gesagt, mit dem Arab, wie man das kategoriert. Und da gibt es mehrere Auswahlen. Und zwar könnte man das, und zwar gibt es zwei, muss man auf eine Sache achten. Und zwar, dass es einen Effekt gibt für dieses Wort in dem Satz. Also, dass es irgendwie eine Rolle hat. Und wenn es eine Rolle hat in dem Satz, dann wird das eben als Baustein angesehen, also als Erab gemacht, je nachdem, in welcher Stelle das ist. Also wenn es in der Stelle von einem Khabar ist, dann ist es Khabar, aber trotzdem bleibt er dann immer Jiddan. Wenn er aber keinen Effekt von jemandem bekommt im Satz, dann hat man hier auch drei Varianten. Ich werde nur zwei erwähnen, weil die dritte ein bisschen zu extrem ist. Und zwar Hal. Hal bedeutet die Lage, die Art und Weise einer Sache. Und Mef'ul Mutlaq ist fast so wie Mef'ul Bihi. Und ich will nicht viel da reingehen. Es ist so wie Mef'ul Bihi. Und das sind eben die Varianten, wie man Jiddan kategoriert oder I'rab macht. Jetzt fangen wir mit dem Al-Hiwar al-Thani. انظر واستمع وأعد. المضيفة ولا المضيفة؟ ماذا تطلبين من الطعام؟ Was bestellst du weiblich vom Essen aus? Und deswegen hier der Strebende nach Wissen, der Bittende nach Wissen. Talabe ist Infinitiv sozusagen. Und dann Yatlubu, Hua Yatlubu, Ana Atlubu, Nahnu Natlubu, Enta Tatlubu und du weiblich, Enti Tatlubina. Al-Musafira, Ba'da Samaki, Wal Aruzi, Min Fadliki. Ein wenig, Bada, ein wenig vom Fisch und vom Reis, bitte, min fadlik. وَمَاذَا تَطْلُبِينَ مِنَ الشَّرَابِ? Und was bittest du vom Getränk aus? مَاءً مِنْ فَضْلِكِ. Wasser, bitte. Natürlich hier مَاءً und nicht مَاءٌ, weil eine Sache hier versteckt ist oder nicht erwähnt worden ist, sozusagen ana atlubu ma'an, also ich bitte Wasser. Wa madha tufaddilina min al-fakihati? Tufaddilin kommt von afdal, also besser. Was bevorzugst du vom Obst aus? At-tamr oder al-'inab? At-tamr oder al-'inab? Datteln und Weintrauben. Jetzt hier. Hel teshrabina shaya? Trinkst du Tee? La. Ufaddilu al-qahwata. Ich bevorzuge den Kaffee. Al-qahwata bil-halib. Hier genauso. Eigentlich ist der richtige Satz. Hel تفضلين القهوة بالحليب, also Kaffee mit Milch. نعم, القهوة بالحليب. Ja, den Kaffee mit Milch. هل تريدين شيئا آخر? Willst du was anderes? شيء ist etwas. آخر, anderes. لا شك وشكرا.
Und hier nochmal eine kleine Erinnerung. Entweder man sagt la wa shukran oder la, man macht eine kleine Pause und dann shukran. Wenn man direkt la shukran sagt, das ist sowas wie, dir soll kein Danke gegeben werden. Das ist genauso wie bei la wa barakallahu fiek, sollte man so sagen und nicht la barakallahu fiek. Weil man dann sagen würde, möge dich Allah azawajal nicht belohnen. Das sollten wir oder darauf sollten wir achten. Und dann Afwan, bitteschön. Bruder Enes, könntest du den Dialog nochmal bitte lesen? Ja. ماذا تطلبين من الطعام بعد السمك والأرز من فضلك؟ وماذا تطلبين من الشراب ماء من فضلك؟ وماذا تفضلين من الفاكهة التمر أو العنب؟ هل نعم. تشربين Bitte? Okay, weiter. Also, هل تشربين الشاي؟ لا أفضل القهوة. القهوة بالحليب؟ نعم، القهوة بالحليب. هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا. عفوا. Okay, أحسنت. Okay. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Hier haben wir Wörter. Und der Bruder Enes wird dann Bitte. mit jedem Wort einen Satz bilden, damit wir das ein bisschen schwerer machen. Elma. Er hat in die Jumletten mal Kalimat Elma. مرة أخرى لو سمحت نقمال بيتا أريد ماء. نعم أحسنت القهوة القهوة لذيذة جدا. أحسنت نعم جميل شاي الشاي حار. أحسنت نعم حليب الحليب تكون من البقرة. genau oder man kann auch dieses Takuno wegmachen also anstatt das Milch ist von der Kuh kann man sagen al-halibu min al-baqara الحليب طبعا. Okay. شراب. الشراب في فصل الضيف اللهم صل على محمد. Also das Getränk im Sommer ist wichtig. Wichtig, مهم. الشراب مهم جدا. نعم. Hast du صيف gesagt oder ضيف؟ ضيف. ضيف heißt Gast, صيف heißt Sommer. صيف 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 Okay. في فصل الصيف. Genau. Also das Getränk im Sommer ist sehr wichtig. Okay, Tamer. في رمضان ابتدأ في رمضان على إفطار بالتمر. اوكي ابتدئ أبتدئ التمر بال ist ein bisschen zu schwierig versuchen wir mal so einfache Sätze zu machen wie zum Beispiel wir essen in Ramadan Datteln Okay, tamam.
ناكل في رمضان تمرا. أحسنت. نعم. عنب. عنب كان زين. باش dazu sagen kann generell. Okay. Wir könnten sagen, die Weintrauben sind teuer. عنب بسمتها oder? Genau. العنب غالي الثمن جدا. غالي الثمن جدا. نعم. Oder غالي جدا. Das geht auch. تمام. Aber الثمن ist eben der Wert. Damit die Leute wissen, was Thaman heißt. Jetzt Taam. Taam min Wegen dem Internet konnte ich nichts hören. Kannst du das nochmal wiederholen? Kerl, los, samach. Taam min ummi jayyidun jittan. Okay, da müssen wir diskutieren, ob meine Mutter besser ist. Okay, jetzt Lubu. Was ist das nochmal? Als erstes nochmal Ertam, damit ich für die, die hören, wissen, was du gesagt hast. Das Essen von meiner Mutter ist sehr lecker. Genau. Ertam min ummi ladhidun jiddan. Yatlubu kommt von Talaba oder Talib al-Ilm. Ustaz Muhammad yatlubu al-lughata al-arabiyya minna. Er bittet von uns die arabische Sprache. Okay. Ja, könnte man sagen. Aber wäre besser, wenn man zum Beispiel gesagt. Besser wäre eigentlich Jedrusu. Nee, Yatlubu Minna, er bittet von uns die arabische Sprache. Dass wir die arabische Sprache lernen, zum Beispiel. Yatlubu Minna, en Nedrusa, aber das wäre jetzt ein bisschen fortgeschritten für die Brüder. En Nedrusa, el Lughat al Arabiya. Tamam. Okay. Ein ganz einfacher Satz, den man machen könnte, und zwar Ash-Shakhsu oder Ar-Rajulu yatlubu Ash-Shaya. Also etwas Passendes zu dem Thema. Zum Beispiel, der Mann bittet den Tee. Ar-Rajulu yatlubu Ash-Shaya. Mhm. Okay. Yashrabu. Yashrabu qahwatan. Hier ist mir gerade das eingefallen, und zwar sagte mein Lehrer, und er hat es von seinem Lehrer bekommen, Qahwatun bunniya nashrabu binniya. Sehr schön. Qahwatun bunniya, ein brauner Tee, nashrabuha binniya, wir trinken es mit der Absicht. Und die Absicht ist eben, dass wir sachwach sind, damit wir mehr Wissen erlangen, zum Beispiel. Ciao. Okay. Dann sind wir mit der Aufgabe fertig und gehen jetzt runter. Es sei denn, der Bruder Enes hat eine Frage. Nee, Bruder, alles in Ordnung. Okay. Jetzt haben wir einige Fragen zu dem Thema davor, zu dem Dialog davor. Inshallah kannst du dir noch ein bisschen alles einprägen. Ansonsten sage ich dir das auf Deutsch und dann sagst du es mir, übersetzt du es mir auf Arabisch. Tadrib. Alles klar. Oder Tadrib. Wie bitte? Alles klar, habe ich gesagt. Okay. Tadribu istihabin. Istihab ist yastawhib, das Verstehen oder das Merken. Einprägen. Ajib anil asilati bikhtisar. Beantworte die Fragen in Kurzfassung, bichtisar. Mada talabat al-musafira min al-ta'am? Könntest du mir die Sachen auf Deutsch sagen? Ich würde sie dann auf Arabisch übersetzen. Hast du die Frage aber verstanden?
ماذا طلبت المسافرة نعم was hat der Kunde Gast zum Essen bestellt oder مسافرة von gebeten سفر. zum Essen مسافر der Yolcu was heißt auf Deutsch Reisende, die Reisende. der Reisende die Reisende zum Essen gebeten Genau. Und die Antwort war ein wenig Fisch und Reis. المساء طلب و Okay, ich wiederhole nochmal, weil deine Stimme ein bisschen undeutlich war. طلبت المسافرة من الطعام بعض السمك والأرز. War meine Stimme verständlich? Ja, Okay. ich glaube, das hängt von mir ab. Mein Internet ist im Studentenheim ein bisschen nicht gut, deswegen. Achso, Khairan. Aber wenigstens, dass eine Stimme gut ist, damit die Leute, die auf YouTube hören, damit die das dann einmal wenigstens gehört haben. Auf jeden Fall. Also ich kann dich verstehen. Also auch wenn du ein bisschen so einige Buchstaben oder Wörter verlierst, ich weiß, was du sagst und ich weiß, dass es richtig ist. Aber für die eben, die danach eben hören werden. طيب رقم اثنان تمام ماذا طلبت من الشراب؟ Was heißt das erstmal? ماذا طلبت من الشراب was hat sie zum Trinken gebeten Sie hat Kaffee gebittet. Oder nee, Wasser. Wasser. طلبت من الشراب ماء أحسنت. نعم. Sie hat Wasser gebittet. طلبت من الشراب ماء. طيب رقم الثلاثة ماذا طلبت من الفاكهة؟ Was hat sie vom Obst bestellt? نعم. Die Antwort war Datteln und Weintrauben. طلبت من الفاكهة التمر تمرا والعنب والعنب. والعنب نعم أحسنت. طلبت من الفاكهة التمر والعنب. أوكي رقم أربعة هل ستشرب الشاي؟ trinkt sie oder wird sie Tee trinken? Die الجواب لا ستشرب قهوة أحسنت، نعم. Warum haben wir gesagt تشرب؟ Warum nicht تشربين؟ das vom viel vom Diesmal konnte ich gar nichts hören. Okay, jetzt ist der Bruder kurz raus. Dann sage ich mal die Antwort. Und zwar Teshrabu, hier Teshrabu. Okay. Bist du da, Bruder? Ich bin da. Hört man mich? Okay. Ja, jetzt ist super. Ja, Tom. Warum das viel Teshrabu heißt und nicht Teshrabine? Teshrabu ist Konjunktionform für sie. Und Teshrabine ist für du zu einem Mädchen. Genau, أحسنت. ممتاز. رقم خمسة. ماذا ستشرب؟ Was wird sie trinken? نعم. Was ist die Antwort, Bruder? Was du gerade gesagt hast, Kaffee. Ach so, Mit Milch. Tamam. ستشرب قهوة بالحليب. نعم. طيب رقم ستة أين دار هذا الحوار؟ Was heißt das erstmal؟ Das weiß ich nicht, Bruder. Mir fallen die Vokabeln nicht ein.
Okay. Dara kommt von Yaduru. Also, wo spielte sich das? Hada, dieses, Al-Hiwar Dialog. Wo spielte sich dieses Dialog? Weißt du die Antwort? Oder, also, weißt du es auf Deutsch? War das nicht im Restaurant? Nee. Wir hatten ein Bild, wo die im Flugzeug waren. Und Modifa, glaube ich, ist die Stewardess. Und vom Wort auch Musafira, die Reisende, merkt man auch, dass sie im Flugzeug sind. Dann Hazel Hiwaru fi Allah Allah Yatiru, und dann musst du den Wesen von Fa'ila herausholen. Was muss ich, habe ich nicht verstanden. Du musst den Wesen, die Waage, von Ja. Fa'ila herausholen. Faile, Faile, Faile. Was gibt's denn? Fällt nicht ein, Bruder. Tara, okay. Atara, Ta'ira, Yaturu, genau. Taira, tamam. Genau. Tara ist Infinitiv, Tara, Ta, Alif, Ra. Und daher wird es im Gegenwart Yatiru. Der Alif wird zum Ja. Man kann sich merken, jedes Alif, was in der Vergangenheit ist, wird zu einem von zwei. Entweder Wow oder Ja. Und dieses Alif ist dann eben zum Ja geworden. Deswegen Yatiru und dann Tatiru, Tatirina, Atiru. Natriro. Und das Flugzeug Ta'ira, Ism Fa'il ist dann immer auf der Wiege Fa'il oder Fa'ila. Und deswegen Ta'ira. Das kann man sich immer so merken. Alles andere genauso. Also dieses, wenn man zum Beispiel wandern zu einem Nomen macht, dann sagt man Wanderer. Genauso diese ganzen Sachen. Im Arabischen. Natürlich gibt es ein bisschen ein paar Regeln, also Verben, die drei Buchstaben haben, Verben, die vier Buchstaben haben, die fünf Buchstaben haben, die sechs Buchstaben haben. Mehr gibt es nicht. Und bei den drei Buchstaben, dann ist es immer Fa'il. Bei denen, die mehr Buchstaben haben, muss man das in die Gegenwart umsetzen und dann nachher eben ein Mim am Anfang hinzufügen. Zum Beispiel istakhdama heißt benutzen und dann müssen wir den Gegenwart herausholen. Yastakhdimu und dann mustakh und den vorletzten Buchstaben mit Kesra. Mustakhdim, der Benutzer. Natürlich ist das jetzt fortgeschritten. Ich sollte eigentlich davor sagen, die oder die Leute, die sich das anhören, sollten erstmal ihre Ohren zuhalten. Aber hey dann, wer eben mehr haben möchte, hat eben mehr Informationen jetzt bekommen. Eine Sache, die ich bemerken wollte oder die ich sagen wollte, es ist besser, wenn du immer in der Zeit bleibst, wie die Frage ist. Du hast Ja. gesagt, Hiwaru yaduru fit ta'ira. In der Frage war es in der Vergangenheit. Deswegen ist es besser, in der Vergangenheit anzuwarten. Al-Hiwaru dara fit ta'ira. Alles klar, Bruder. Okay. Nummer 7, Rakam 7. Mada tufaddilu anta al-inaba am al-tamra? Was möchtest du? Und diese Frage wurde zu einem Jungen gestellt, laut des Ente. Genau, also dir wurde das gestellt, also dir, nee, derjenige, der hier lernt Ach und Tufaddilu bevorzugst. so. El-Anibe, Emitemer, Weintrauben oder Datteln. Ufadilu Etemra. Nein. Wo Entum ist das? Ana ufaddilu at-tamra ايضا. Huwa hulwun, er ist süß. So. Aber leider die Datteln hier in Kairo sind nicht so schön. Also die von Saudi-Arabien sind viel besser oder von Marokko oder so. Aber hier die Besonderheit, also
Die Datteln hier sind halb reif. Unten sind Ach sie reif so. und oben sind sie noch gelb. Und das ist die Besonderheit von diesen Datteln hier. Mal schauen. Okay. Rokam Samania, maza tufaddilu, al qahwata am Also was möchtest du? Kaffee oder Tee? al-shaya? Was bevorzugst du? Ufaddilu al-Qahwa fi al-Sabahi wa fi kulli yawm al-Shay. أنا بالعكس، ich bin andersrum. أشرب الشاي في النهار، ich trinke den Tee am Tag، وأشرب القهوة في الليل، und ich trinke den Kaffee Oh, am Abend. Okay. Hier bleiben wir inshallah dann stehen. Irgendwelche Fragen? Hier ist wieder. لا يوجد. Achsant, mashallah. Hier dann. Hier bleiben wir dann inshallah stehen. Rabbana afina wa'fu anna wa'hfazna bi asrari al-Fatiha.